Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, hier nach oben zu gehen oder doch erstmal auf die andere Seite zu gehen. Weil ich meine, hier oben wäre auch ein Gegner gewesen. Und wir wollen ja nicht direkt schon das erste Mal sterben. Wobei, man kann ja auch einfach mal das erste Mal abspeichern. Ah, neu, das war das, was ich letztens angefangen habe. Das könnte ich im Prinzip löschen. Das kann ich einfach überschreiben. Das nennen wir jetzt... Let's... Der sieht komisch aus. Play. Wunderbar. Hat er jetzt gespeichert? Nein, er speichert noch. Und damit haben wir auch unseren ersten Spielstand. Ich werde vermutlich die Spielstände immer überschreiben, weil ich keine Lust habe, dann so 20 Spielstände nachher zu haben. Und da sind wir erstmal fast runtergefallen. Und da, unser erster Gegner, ein Scavenger. Auf ihn, ein junger Scavenger, auf ihn mit Gebrüll. Und es ruckelt entsetzlich, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Da ist die Framerate komplett abgekackt. Warum auch immer die jetzt so entsetzlich zockelt. Da entschuldige ich mich direkt schon mal für und sag mal... das wollte ich nicht. Das wollte ich. Einen kleinen Moment, ich guck mal, woran es liegt. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal alles im Hintergrund noch geschlossen. Ich hatte noch ein Programm beim Download laufen. Deswegen konnte es sein, dass es deswegen ein bisschen geruckt hat. Das habe ich jetzt aber auch zugemacht. Und jetzt hoffe ich, dass es besser läuft. Wir werden es ja sehen. Da ist der nächste Gegner. Und wir haben unseren nächsten Gegner besiegt. Und auch dieser gibt uns wieder was zu essen. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Nehmen wir es mit dem kleinen Viech auf. Ich sehe gerade hier, sind ganz viele Gegner. Ich glaube, ich gehe doch erstmal auf der anderen Seite gucken, ob da nicht doch vielleicht irgendwie eine bessere Waffe lag. Weil ich habe sowas in Erinnerung, dass hier eigentlich irgendwo... Wow. Eine bessere Waffe liegen müsste. Ich glaube, wir müssen nochmal neu spielen. Also die beiden Kämpfe müssen wir wohl nochmal machen. Ich habe nur keine Ahnung. Ich dachte, ich wäre jetzt an der Stelle runtergegangen, wo halt der Abgrund war. Aber anscheinend lag ich da falsch. Einmal hier lang. Hier lang. Oh, da war noch eine Pflanze, die wir noch mitnehmen können. Können wir auch gleich immer noch machen. So, gehen wir erstmal auf die andere Seite hier. Und kümmern uns um... und nehmen uns das rostige Schwert. Weil das schon mal mehr Schaden macht als der Rest. Und damit gehen wir jetzt dem jungen Mollerrad auf die Fresse. Wunderbar. Erster Gegner down. Leider müssen wir jetzt die Gegner hinten, die von vorhin, leider nochmal machen. Aber ja... Schaden tut's ja nicht. Macht doch Spaß. Reisschnaps. Ach stimmt, den Reisschnaps gibt's ja auch noch. Nicht nur Bier. Ich glaube, der ist sogar mehr wert als Bier hier drin. Mal einen ganzen Reisschnaps verteilen muss an die Leute, die dann alle plötzlich ganz doll glücklich sind. So, und erstmal... Ach ja, die ganzen schönen kleinen Bugs, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Dass wenn man zum Beispiel... Man läuft ja mit den Pfeiltasten und wenn man dann nach an Wand läuft und da hochspringen möchte, muss man ja Alt drücken, um dann da hochzuklettern. Wenn man aber läuft und dann Alt drückt, dann läuft man einfach immer weiter geradeaus. Das ist ein bisschen nervig, aber ja. Nein, nicht. Das passiert mir auch jedes Mal, oder? Langsam ist es nichts Neues mehr. Ich merke schon, ich habe dieses Spiel zu lange nicht mehr gespielt, um damit ohne Probleme klarzukommen. Und auf dem Scavenger auf die Fresse und wie ihr seht, schaffen wir es jetzt auch mit 3 Schlägen, nicht wie vorhin mit 4 Schlägen. Und direkt zum nächsten, denn wir sind todesmutig und wollen kämpfen. Und wir werden diese Welt retten.
und dem kleinen Vogelfisch aufs Maul geben. Und erstmal gibt es uns aufs Maul, das war nicht schön. Und nochmal aufs Maul, und nochmal aufs Maul. Die Frage ist auch gleich, legen wir uns gleich mit dem Goblin an? Man kann übrigens auch hier, das ist noch nicht so interessant. Das sind die Missionen, die man machen kann. Da steht auch, welchen Tag man hat, wie viel Uhrzeit man hat. Und man kann hier sehen, was man so alles kann und ja, was man hat und wie viele Erfahrungspunkte man hat und man noch braucht und so. Da steht einfach eigentlich alles, was man so wissen muss über einen. Und mehr brauchen wir momentan nicht. Außer unserem Schwertchen, um diese Moderate zu killen. Das Problem ist, es sind zwei. Werden wir es schaffen? Werden wir es überleben? Ja, er hat überlebt. Er hat es geschafft. Er ist der Held. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich fand das jetzt ganz toll. Ich fand mich überwältigend. Man muss doch irgendwie auch mit Tasten... Ach so, stimmt. Man konnte dann... Wenn man hier so hingeht, konnte man dann Tasten drücken irgendwie und dann hat er es zugewiesen oder war das nicht so? Da muss man immer ins Inventar gehen zum Futtern. Das ist aber doof. Dass wir meine Beere wieder voll Leben haben. Weil Fleisch soll man ja nicht roh essen. Hat Mama mir schon früher gesagt. Das soll man immer schön vorher kochen. Und deswegen machen wir das hier auch. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nein. So, und jetzt werde ich es wagen. Ich werde mich dem Goblin stellen, aber vorher... Damit wir nicht nachher nochmal alles von vorn machen müssen. Einmal kurz abspeichern. Ja, das wird uns in diesem Spiel öfter jetzt begegnen, dass wir abspeichern, weil, wie ihr vielleicht wisst, es gibt kein Autosave. Ich muss gucken, ob ich vielleicht irgendwas mit Quicksave habe oder ob ich vielleicht mal ein Quicksave-Add-on installiere, falls es das nicht gibt. Aber ansonsten gibt es das nicht. Okay. Der haut uns ziemlich auf die Fresse. Das ist nicht schön. Ja. Weil wir nicht durchgängig blocken, sondern ab und zu nicht blocken, kann der uns anscheinend irgendwie killen. Das finde ich nicht schön. Ich werde es nochmal versuchen, ein bisschen auf eine andere Taktik. Und ansonsten lassen wir es einfach. Falls ihr nichts dagegen habt. Stimmt, das gab's auch noch. Es gab ja nicht nur vorne schlagen, es gab auch seitlich schlagen. Ahaha. Ja, er hat uns ziemlich auf die Fresse gegeben mit einem Knüppel, der wahrscheinlich wesentlich weniger Schaden macht als unsere Waffe. Hier Knüppel, 5 Schaden. Aber das Viech hat natürlich wesentlich mehr Stärke als wir und deswegen hat es uns auf die Fresse gegeben. Und deswegen futtern wir jetzt erst nochmal ein bisschen. So, schön futtern. Und jetzt muss ich nur die richtige Stelle finden, wo es hier nochmal runterging, dass ich nicht den Fehler wie vorhin mache und das alles runterfalle und tot bin. Brauchen wir eigentlich noch ein zweites Mal. Gab's hier noch irgendwas Spannendes? Nein. Speichern wir einfach mal schnell ab, bevor ich mich in den Abgrund stürze. Ich glaube, man konnte auch irgendwie Kamera ein bisschen bewegen. Ich weiß nicht, mit der Maus vielleicht. Ja, mit der Maus kann man ein bisschen die Kamera bewegen, aber nicht wirklich. Ah, da vorne sieht es gut aus. Hier geht's nach unten. Und schon haben wir unsere erste Passage überstanden. Nochmal. ja. Ich bin zuversichtlich, dass es auf Dauer besser wird. Wenn ich so ein bisschen mehr Einschätzung von dem Spiel habe und so, dann klappt das schon irgendwann. Ich gehe mal jetzt hier auf... Nee, hier muss ich, glaube ich, auf die Seite... Aber hier kann ich noch die Pflanze da mitnehmen, oder? Muss ich aber hier hochklettern nochmal. Und dann haben wir einen Seraphis. Aha. Bestimmt irgendwas Leckeres. Ein grünes Zeug. Wo man bestimmt ganz viele tolle Sachen machen kann. So, und jetzt sind wir auch schon hier fertig und können weiterlaufen. Diese alte Mine haben wir jetzt geplündert. Und jetzt kommen wir zum erhängten etwas. Warum macht man sowas? Und, oh, Gegners. Also zumindest ein Gegner.
Junger Scavenger. Gib mir aufs Festbrett. Wunderbar. Ich erinnere mich auch wieder, wie die Taktik in diesem Spiel war, die ich früher benutzt habe. Einfach immer schön hin und her schlagen und hoffen, dass das Viech nicht dazu kommt, einen zu treffen. Einen anzugreifen. Pfeile, 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 da, Pfeile. Pfeile. Ich weiß nicht, ob wir jemals viel mit Bogen arbeiten werden, aber man kann ja schon mal die Pfeile mitnehmen. Ein altes Schwert. Das klingt doch auch schon mal schön, was das bringt. Altes Schwert, Stärke 10, Schaden 12. Kann ich sogar tragen, weil ich schon 10 Stärke habe. Ich bin so toll. Das ist bestimmt schon richtig stark. Das Schwert. Ich trage mein Schwert mit zwei Händen, sehe ich das gerade richtig? Das ist peinlich. Hallo? Das war jetzt auch peinlich, weil ich geschafft habe, das an dem Viech vorbeizuschlagen. Dass das Viech mir ausgewichen ist, also mal ganz ehrlich. Oh, diese Pflanze bringt richtig viel Leben. Aber erstmal essen wir noch eine kleine Beere, damit wir so einen Grundstock an Leben wiederhergestellt haben. Und schon geht's weiter. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mein Mikrofon irgendwie zu weit von mir weg ist. Aber wenn ich das näher mache, dann sehe ich ja nachher nichts mehr vom Bildschirm. Das wäre auch doof. Ich hoffe, meine Aufnahme ist laut genug, man versteht mich gut. Ein Orkblatt, was auch immer das ist. Und nochmal von diesem Seraphis. Und ein schöner Fluss. Also die Grafik hier, ich muss sagen, umwerfend. Natürlich für heutige Maßstäbe totale Katastrophe. Aber damals war das schon richtig gute Grafik. Also ich überlege, man hatte Menschen, die gut aussahen. Okay, der hat ein Zöpfchen da hinten, das ist ein bisschen merkwürdig, aber sonst. Man hat richtig Pflanzen und alles, also sieht schon schick aus. Banditen. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was ist denn da so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Aha. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wunderbar. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Das ist gut zu wissen. Mal gucken, ob es mir was bringt. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wo kriege ich eine Karte her? Ist wichtiger. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso nicht? Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Davon gehe ich aus. Erzähl mir mehr über die Gebiete, habe ich keine Lust. Danke für deine Hilfe. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja, danke. Dann lass mich dich mal in Ruhe. Aber dein Kumpel Drax interessiert mich noch ein bisschen. Ihr jagt hier, richtig? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber
alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Sehr weise Worte. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Das ist schön. Und da kann man auch schon lernen, das zu machen. Aber das will ich jetzt gerade nicht. Und deswegen gehen wir weiter, ohne die Scavenger auch umzubringen, weil wir noch sehr unerfahren sind, keine starken Waffen haben und auch keine Rüstung haben. Aber den jungen Scavenger da, falls ein junger ist, was ich denke, nehmen wir noch mit. Komm schon, ja.